So, liebe Leute, willkommen. River Empire 2, Pfingstmontag unterwegs auf Twitch. Wir haben eine große, lange Strecke gebaut. Nächster logischer Schritt wäre eigentlich... Wir haben zwei Möglichkeiten. Ich sage erstmal die, die ich uns nicht vorschlagen möchte. Mein Vorschlag wäre nicht, von hier aus Albuquerque zu verbinden mit Santa Fe, Raton und rauf nach Denver, weil das haben wir im Prinzip nur für Express, das haben wir ja gerade im Prinzip schon mal gemacht. Und zweimal das gleiche hintereinander. Lieber ein bisschen Abwechslung und mal die Städte, die wir angeschlossen haben mit den Rohstoffen drumherum, von den Farmen, den Sägewerken und so weiter mal verbinden, damit die Städte wachsen. Das fände ich cooler. Vorher ein Blick rundum durch alle unsere Städte, ein Prüfblick, ob irgendwo ein Fehler, ein Problem auftaucht, ob wir irgendwo einen neuen, die Städte wachsen immens, irgendwo eine neue Fabrik bauen können. Das wäre ein Plussymbol neben dem Stadtnamen. Das ist das Wichtigste. Das würde ich am ungernsten verpassen. Scheint okay zu sein. Eine Tour ohne Ladung ist nicht schlimm. Der wartet immer noch hier. Bitte mach mich nicht fertig. Das ist immer noch das Problem, dass die Milch nicht abgeholt wird. Nur ein Zug auf der Strecke und die Milch wird immer noch nicht runtergebracht. Das hatten wir eben schon gesehen. Was hat er denn für eine Bilanz? Der ist nie gefahren. Der hat noch keine Pulle Milch auch nur einmal transportiert. Ich bin gerade dezent sprachlos. Also wartet auf Güter würde bedeuten, wenn wir ihm was Falsches eingestellt hätten. Also hier vorne gibt es Milch. Den Milchbetrieb haben wir gekauft. Der schreibt dementsprechend miese Zahlen. Ist der Bahnhof in der Nähe von der Milch hier? Sollte eigentlich sein. Die Milch wird hier runtergebracht zum Depot. Ist hier Milch eingestellt im Depot? Da ist Milch. Es sind sogar 10 Milch drin. Und die können nur von hier geliefert werden. Die werden nicht abtransportiert. Die werden immer noch nicht nach Elko gebracht. Wird in Elko Milch nachgefragt. Elko braucht Milch. Elko hat eine Lagerhalle. In der Lagerhalle ist Milch auch eingestellt. Liegt es an der Strecke? Haben wir hier irgendwas falsch in der Streckenplanung eingestellt? Zuglinie bearbeiten. Milch. Oh. Nein. Wieso soll die Milch denn wieder zurückgebracht werden? Das haben wir wahrscheinlich übersehen hier. Das wird weggemacht. Jetzt könnte es klappen. Das könnte der Grund sein. Nicht zurück. Zwei rein. Einmal Test. Einmal bestätigen und... Wird beladen. Na also, es geht doch. Sehr schön. Wunderbar. Seine erste Fahrt seit Ewigkeiten. Also das ist jetzt keine 60-Tage-Woche. Es ist keine 60-Stunden-Woche, keine 5-Tage-Woche. Es ist bislang eine 0-Arbeitsstunden-Woche gewesen. Paul Zwo fragt, kann ich meine gebauten Gleisstrecken nicht editieren, nachdem sie gebaut sind? Was meinst du mit editieren? Die Richtungen einstellen? Oder meinst du nicht die Gleisstrecken, sondern die Verbindungen? Du kannst alles editieren. Matze macht immer alles automatisch. Echt? Alles? Du machst niemals irgendwas manuell? Machst du alles mit der Vollautomatik oder mit der Fracht- und Expressautomatik? Oder klickst du überall nur an, Spiel kümmert sich um mich. Alles Vollautomatik?
Vollautomatik oder Halbautomatisierung, Matze? Nee, die Kampagne habe ich selber nicht gespielt. Fracht- und Expressautomatik, okay. Steigung optimieren. Nach dem Bau geht das nicht mehr, nee. Nur während des Baus. Also das funktioniert. Jetzt haben wir das Problem gelöst, der Rest passt. Jetzt würde ich gerne hier ein paar der, so ein paar hier noch besser verbinden. Holz hier unten anschließen zum Beispiel. Das ist, glaube ich, Salz, ne? Salz. Salz sollte nur nirgendwo nachgefragt werden. Nochmal Holz, Gemüse. Rind, Zucker. Rind wird hier für die Fleischerei nachgefragt. Zucker auch, Mais ebenfalls. Wolle wird hier nirgendwo nachgefragt. Okay. Dann beginnen wir mal damit. Also hier werden wir ganz viele reinliefern. Haben wir hier Gleise freigelassen, zwei Stück, sehr gut. Da können wir die hier Sachen hier oben einsammeln. Holz könnten wir auch das einsammeln, aber ungerne, weil auch wenn wir eine Prämie bekommen, hier liegt es irgendwie zentraler. Wir können mit einem Bahnhof beides anschließen. Okay, dann machen wir einen Bahnhof hier vorne, der führt hier runter, einen hier vorne hier runter. Dann können wir die Güter verteilen in die anderen Städte, von hier zentral, die ganze Route lang. Das ist eine reine Expressstrecke. Ab Kingman machen wir Cargo nach Osten hin. Hier machen wir eine Grenze. Wir werden keine Güter von hier nach dort transportieren. Das gibt hier Probleme, weil wir hier nur ein Gleis haben, auf dem alles läuft. Das heißt, wir verbinden hier alle Sachen mit Cargo. Milch können wir nachher hier einbinden. Vielleicht nachher Wolle irgendwann mal, wenn eine Wollfabrik kommt. Okay. Gut. Und dann beginnen wir mal hier vorne mit der Holzgeschichte, bauen einen Bahnhof, hier vorne hin. Möglichst entlang der Höhenzüge bitte. Boah, ist das fies. Gucken, dass wir möglichst weit oben sind. Dann können wir hier oben schon mal rauffahren, problemlos. Einmal so bitte. Einmal mitfahren. Durch. Hier runter und an den Bogen hier lang. Problem hier. Einmal hier anschließen, mal gucken, ob das geht. Als Außen nochmal einen Punkt setzen. Jetzt geht's. Hier rauf. Wir bauen mal zweite Gleisplanung, ein kleines Stückchen hier parallel. Das werden wir sicher irgendwann brauchen. Nee, wenn wir nicht brauchen, machen wir nicht. Erste Gleisplanung, Wechsel.
Hier geht's ausgerechnet allerdings auch, ja, hier geht's durch die Senke durch. Das ist Quatsch. Wir bleiben mal auf der Höhenlinie. Ja, noch einen Punkt hier hingezogen. Ich mache doch eine Parallelsache hier. Die werden wir früher oder später eh brauchen. Warum geht das denn hier nicht? Warum will der nicht? Was ist dein Problem hier? Vermutlich, weil die Kurve zu eng ist? Gleise dürfen nicht auf Brücken enden, steht da. Ach, und das ist alles Brücke hier. Steht unten links. Das wäre hier Brücke? Das ist alles Brücke hier? So wäre keine Brücke? Nicht alles eine Brücke hier. Sind Erdarbeiten hier. Das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Das Problem hatten wir schon mal. Dann ignorieren wir das mal. Wir bauen nur die erste Sache hier. Wechseln zur ersten Gleisplanung. Der will ja nicht parallel laufen. Sehr komisch, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Gucken wir mal, ob wir hier rechts lang kommen können. Hier hin. Ja, die Kurve ist etwas zu eng. So geht's aber. Hoch. Einmal so. Einmal so. Jetzt hier noch mal hin. Also von den Kurven her geht das schon mal. Jetzt müssen wir an den Höhenstufen nur noch arbeiten. Dass hier rechts die Maximalgeschwindigkeit mal 90 km/h ist, ist nach dem Start aus dem Bahnhof und bei Frachtloks eigentlich vollkommen Wumpe. Den was höher. Ja, 6%. Und den hier ein bisschen dichter ran noch. Hier hin, sehr schön. Jetzt sind wir bei 8. Noch weiter nach oben bitte. Bei 7, 1 nach oben. Ja, aber der fährt voll runter. Also der vollbeladene fährt runter ins Tal und leer rauf. Das ist also völlig okay und gar nicht schlimm hier. So geht's auch, sehr schön. Jetzt müssen wir an den Brücken hier noch arbeiten. Das sind mal ein paar Brücken zu viel. Bisschen weiter nach oben vielleicht. Noch einen Punkt setzen. Hier hin. Ja. So geht es. Diese Megabrücke hier ist natürlich doof. Aha. Eins weiter nach oben. Nee. Aber so geht's jetzt. Hier oben kommt man durch, da unten geht's runter. 2%, 0. Die 8, wie gesagt, da fährt man runter und leer rauf. Das ist alles kein Ding. Einmal schnell bauen. 83, 91, das ist alles für den Start. Okay, einmal bauen bitte. Nein! Deine Baumaßnahmen, WB, Dua-Einwohner, schlechter. Kann nicht durchgeführt werden, da ein Indianerdorf beeinträchtigt wird.
wollen wir 318.000 Dollar ausgeben für unseren dann finanziell und politisch korrekten Landraub. Ungerne, nein. Wo ist denn das Indianerdorf hier? Hier vorne. Ist es das? Nee, es geht. Ist das alles Indianer? Das ist das Indianerdorf hier. Da ist es. Und das ist deren Territorium. Und hier wollte ich durchbauen. Asche auf mein Haupt. Ja, ich habe 14 Millionen, aber ich habe auch ein Herz. Inator, das geht nicht. Matze brüllt auch auf. WB, bau einen Umweg. Das mache ich auf gar keinen Fall. Hier leben die. Das können wir doch nicht bringen, Leute. Das kriege ich nicht über mein kleines Herz. Das mache ich nicht. Wir müssen eine Idee umbauen. Was ist denn das? Wo ist denn überall gesperrt hier? Ah, hier kann man es gut sehen. Ah, okay. Wir müssen ein Stück drumherum bauen. Das schaffen wir. Von oben drauf gucken. Eieiei. So geht's doch. Jetzt haben wir noch einen doofen Tunnel hier. Jetzt haben wir die doofe Brücke hier, Mann. Das ist der Tunnel weg. Hier geht's zu tief runter. Dann können wir hier auch wieder tiefer runter. Jetzt ist da oben das Indianerdorf wieder beeinträchtigt, weil sich hier oben irgendwas um ein Minimum verschiebt. Nicht zu fassen hier. Na, geht doch. Ich muss hier schon wieder am Tunnel rumfummeln. Jetzt haben wir es aber. Na, endlich. Indianerdorf oben an wieder zu motzen. Jetzt ist aber alles okay, ne? Einmal schnell bauen. Bevor wir nochmal zu Verhandlungen gezwungen werden. Parallelgleise brauchen wir. Ich weiß nicht. Wir sagen mal erstmal nicht. Schnell einmal bauen. Versorgungsturm natürlich noch. Ich könnte einen Bahnhof hinstellen. Einmal hier hin. In die Nähe von dieser schicken kleinen Straße. Wartungsgebäude war, glaube ich, da. Wartungsdepot ist da. Prima. Einmal Bahnstart. Hier vorne. Frachtlok. Lok wählen. Alles mitnehmen, was geht. Minimum ein Waggon. Hier unten rein und ohne Retour. Okay? Später brauchen die Leute auch Gemüse noch nicht. Bestätigen. Einmal abfahren bitte. Oh, Dragonblade meinte, ich würde mich beim Rollenspiel falsch verhalten. Zitat: WB verhält sich nicht, als wäre er ein Eisenbahnunternehmer im 19. Jahrhundert. Da ist was dran. Das stimmt leider. Wir haben ja auch keine chinesischen Arbeiter.
Ist ja normalerweise Standard in der Zeit. Importierte Lohnsklaven aus China haben ganz federführend große Teile der Eisenbahn mitgebaut. Gilgamesch argumentiert, auch Captain Picard habe sich im 20. Jahrhundert nicht immer so verhalten, wie es üblich gewesen sei. Einmal hier durchfahren. Einmal ankommen, bitte. Das hat geklappt. Holz kommt raus. Nächste Strecke bauen bitte. Einmal abspeichern. Was bauen wir als nächstes? Also, die verbinden. Das ist nicht schlimm. Die hier unten verbinden wir weiter miteinander. Das war die Holzgeschichte. Die Prämie hier ignorieren wir. Mais, Vieh, Zucker. Bringen wir nach Flagstaff hin. Und vorher können wir schon mal eine Cargo-Strecke machen, falls es verschiedene Güter gäbe, die hat. Wir bauen hier mal ein Lagerhaus rein. Eine Lagerhalle und verteilen von da aus alles. Und packen wir das Holz schon mal rein. Vieh und was war sonst? Holz kommt von oben. Später auch Gemüse, Vieh. Mais, Zucker. Vieh, Mais, Zucker und später kann man auch noch Gemüse hier umladen. Dann machen wir eine Cargo-Strecke, die machen wir zuerst, weil ansonsten wird der Bedarf nicht. Ne, einfach damit wir hier sauberer bauen können. Ein Gleisbau, der hier lang führt. Hier raus bitte. Hier entlang. Ich hoffe, das geht. Hier rein bitte. Die erste Endstation. Genau, einmal bauen. Dann Parallelstrecke geht nicht. Das heißt, wir werden gleich ein Problem haben. Wahrscheinlich sind wir zu dicht an die Maisfarm rangekommen. Hier oben. Ich wette, hier kommen wir nicht durch. Ja, da kommen wir nicht durch. Ja, das ist ja nicht so furchtbar schlimm. Dann machen wir hier eine kleine Abbiegung. Ich kann auch sagen, die ganze Strecke machen wir mit ein paar Versorgungstürmen und die muss nicht komplett doppelgleisig sein. Können wir auch machen. Das ist halbe Höhe hier zwischen beiden. Dann gehen wir hier raus. Hier wieder rein. Hier vorne auch. Hier noch mal. Fast die ganze Strecke ohnehin schon. Ist egal. Machen wir hier nochmal.
hier mitten in der Steigung. Dann nur Probleme rauf und runter zu fahren. Wir machen ein Ausweichgleis hier hinten noch. Auf dem höchsten Punkt. Da vor der Versorgungsturm ist perfekt. Zurück überall einstellen. Achso, von hier müssen wir noch weiter bauen. Von Flagstaff geht es dann noch weiter nach Albuquerque. Hier ist die Endstation. Boah, hoffentlich geht das hier gut. Ich ahne Schlimmes. Es geht, sehr schön. Oh, mit Tunnel. Da bin ich so geizig und will nur einen Tunnel bauen. Hier vorne lang. Hier rein, bitte. Sehr schön. Einmal bauen, bitte. Eingleisig mit Ausweichgleisen. Wir besetzen zuerst die Versorgungstürme. Ne, wir hatten schon welche gesetzt, ne? Ein Versorgungsturm ist... Oh Gott, wo sind die? Da ist einer. Okay. Nehmen wir den schon mal mit. Der ist vor der Brücke. Der steht völlig falsch. Einmal weg mit dir. Hier ist die Brücke. Einmal hier hin. Einmal doppelt bauen. Dann nochmal hier vorne einen, hier hinten, hier etwa, ne? Da geht es noch einmal doppelt rein. Bauen. Und dann, also die Richtung muss man noch einstellen und irgendeine Kleinigkeit. Ne, das sind die drei, die wir verbinden wollten. Ne? Albuquerque, Falstaff und Kingman. Die drei wollten wir verbinden. Das haben wir jetzt auch gemacht. Jetzt müssen wir noch die Rauf- und Runter-Richtungen einstellen. Hier geht es nochmal rauf. Hier ist die erste Abbiegung. Das heißt, das erste Ausweichgleis, einmal rauf, einmal runter. Hier geht es normal weiter. Ja, alles bestens. Hier ist nochmal Ausweichen. Rauf, runter. Hier nochmal.
Rauf, runter. Hier nochmal. Und das war's. Zug kann starten. Versorgungstürme gebaut, Wartungsdepots gebaut, Cargo kann starten. Wir haben auch eine Lagerhalle gebaut in Flagstaff, alles okay. Im Augenblick gibt es nichts Nennenswertes zu transportieren, aber wenn wir die Route nicht eingerichtet haben, dann wird es schwierig werden mit der Zulieferei und außerdem, also das ist, machen wir mal als ersten Schritt. Wir starten einmal die neue Zuglinie. Eine Frachtroute mit zwei Frachtloks. Gerade brauchen wir nur eine, wir werden auf Dauer aber sicher ein paar mehr brauchen. Hier starten wir. Dann geht es das hier bitte benutzen. Hierhin, dorthin und retour. Albuquerque und Kingman sind die Punkte, die End- und Startpunkte. Auf geht's. Hier starten wir. Der nimmt wahrscheinlich im ersten Mal, bitte nicht erschrecken, nichts mit. Ich wette, der hatte keine Waren, weil alle haben nur Schlachthöfe dabei. Das heißt, es gibt im Augenblick noch nichts zu transportieren. Das ist aber nicht schlimm, weil das ist die Voraussetzung dafür, dass wir jetzt die nächste Strecke im Süden anschließen. Also die hier unten. Dass wir hier vorne jetzt nur anschließen. Zucker, Milch und Zucker, Vieh und Mais nach Flagstaff. Hier ist ein Warendepot und von hier aus wird es über die Cargo-Route Kingman, Flagstaff und Albuquerque über die drei Städte verteilt. Von hier oben kommen Holz und Gemüse rein, die sind auch eingestellt worden. Insofern alles gut. Irgendwann auch der nächste Schritt hier, Express endet hier. Wir haben keine Expressroute zwischen Kingman, keine Frachtroute zwischen Kingman und LA. Das heißt, die sind hier autonom für sich. Das finde ich aber nicht schlimm. Von hier kann man weiter raufgehen, Santa Fe, Rayton und dann nach Denver. Auch die Städte unten kann man sich angucken und ja, wenn die versorgt sind, dann werden irgendwann hier auch noch ein paar Plätze frei sein für weitere Fabriken, die wir dann haben werden. Post und Passagiere haben wir meistens mittlerweile getrennt. Läuft gut. Bin sehr zufrieden hier. Alle bitte nochmal ihre Tickets vorzeigen im Chat. Wir fahren wieder mit einer Express-Lok hier. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist kein Scherz. Ohne Ticket bitte keine Mitfahrt hier. Schwarzfahrer nicht erlaubt. Liebe Grüße an Campfire Minus. Danke dir fürs erste Abo. Ich hoffe, der Chat hat dir deine Blumen gegeben. Ob man Teilstücke von Strecken löschen kann, fragt JGHA Gaming. Ja, das Löschsymbol hast du ja entdeckt. Das ist das Abreißsymbol am oberen rechten Bildschirmrand. Wenn du mit der Maus auf ein Gleis drauf gehst und dann die Shift-Taste, die Umschalttaste bei der Tastatur gedrückt hältst, da kannst du einen Punkt setzen und mit diesem Punkt unterteilst du die Strecke in einen Abschnitt oben und unten. Da kannst du entweder noch einen zweiten Punkt setzen mit Shift und das Stück dazwischen löschen oder einfach alles, was oberhalb oder unterhalb des ersten Punktes ist. Der Fahrkartenautomat war kaputt. Und das im Jahre des Herrn 1885. Der Fahrkartenautomat war kaputt. Internetsucher, Surfer, suche und finde den Fehler. Schaffner, schmeißt ihn raus, einfach rausschmeißen, raus aus dem nächsten Zugfenster. Oder als Assistent des Heizers einsetzen. Unfassbar. Alpha Gamer. Meine Ticket-App ist abgestürzt. No comment. Kein Kommentar dazu hier.
Wenn ich mich hinten hinstelle, fragt das Tobi, und puste, damit der Zug schneller wird, kann ich dann ohne Ticket mitfahren? Nein! Nein! Unglaublich.